Willkommen zurück zu Alan Wake. Ich habe keine Batterien mehr. Ich habe keine Batterien mehr. So, ich würde sagen, weiter geht's durch die Dunkelheit und wir gehen jetzt erstmal hier rüber auf den Spielplatz. Barry, ich bin Es war gleich der da. Entführer. Nee. Sie Mist, Carl. Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Ja, scheiß Entführer. Könnten hier nicht irgendwo Batterien rumliegen? Nein. 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 Solange nicht notwendig, will ich auch noch nicht meine Leuchtmunition einsetzen. Wenn nur einer oder zwei auf mich zukommen, Barry geht hatte das am ja noch. Telefon über Vögel gesprochen. Oh, Barry, du Heulsuse. Da liegt noch was. Oh, sehr schön. Da liegt noch was. So. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auf unsere Leuchtpistolenmunition angewiesen. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Vögel sind unheimlich. Barry vor den Vögeln retten. Okay. Na, kommt auf mich zu. Na? So, wo bleiben die nächsten? Oh, fuck. So. Boah, das ist nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Ich habe keine Leuchtmunition mehr. Batterien nehmen, Batterien nehmen. Boah. Wow! Na? Weil das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Echt nicht.
Oh fuck, vor allem wenn du keine Leuchtmunition mehr hast. Ja. Du kannst die Tür aufmachen. Die sind weg. Oh Gott sei Dank, ey. Hey Alice, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im O-Theater. Gutes Kind. Ein kalter Schauer. Das war's schon von Episode 2. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich mich jetzt schon fast eingeschissen habe bei dieser Episode, würde es in der nächsten nicht anders sein. Und das Lied ist geil. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, es tut mir leid. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Sorry, dass der so kurz ist, aber ich kann dir nicht riechen, dass hier schon Episode 2 endet. Und ich würde sagen, bis denn euer Mr. Nightfox. Wir sehen uns in Episode 3, wie auch immer die heißen mag. Ba-da-ba-ba.